Hey Leutchens, mein Name ist Kochi und wir spielen Assassin's Creed und wir befinden uns irgendwo in Ägypten. Ja, was bist du? Genau, ich habe schon mal eine Mission ausgewählt. Müssen wir zu diesem Baronhof und da mal gucken, was es da so gibt. Ein neuer Ort entdeckt. So. Da ist das Ding. Da sind die Leutchens. Und die gehören nicht mit dazu, aber die zwei. Oh, gibt zwei Schätzchen. Ja, kann man machen. Ist hier hinten noch einer drin, ne? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Na? Ach so, falsche Taste. Duck dich wieder. Der war auch gerade nicht so aufmerksam, aber gut. Okay. War hier nicht noch eins? So, haben wir erledigt. Und? Ist der andere tot? Oh, jetzt ist auch tot. Herrlich. Läuft der ganze. Manchmal treffe ich auch was. Oder wen? So, kannst du wegpacken. Plündern wir noch alles und suchen dann gleich mal den nächsten Schatz. Ich denke mal, der liegt oben drauf. Und da, so ist es auch. Gut, haben noch einen Bogen. Brauche nicht wirklich. Aber gut. So. Ja. Oh, hier haben wir einen. Und was ist denn das? Hier sind noch so viele Fragezeichen. Aus dem Weg! Gib den Weg frei! Okay, der hat Holz. Okay, der hat Holz war, glaube ich, vielleicht gerade nicht ganz so gut hörbar. Ich überlege gerade, war ich hier schon mal? Hottefress. Was ist hier los? Mein Freund, du bist hier. Ein Glück. Wer ist das? Wo ist Renut? Mein Weib ist, wo immer sie auch ist, kalt und reserviert. Das ist Vergangenheit. Sie wollte gerade gehen. Du bist ein Schwein. Ich hab mich eh gelangweilt. Danke für den Wein. Renut ist bestimmt unten am See. Ich bring dich zu ihr. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Ja, bin soweit, kann losgehen. Hottefress, was soll das? Was denkst du dir? Du wirst alles verlieren. Ich weiß. Ich bin momentan vollkommen nutzlos. Dann sei nicht mehr nutzlos. Sei grimmig. Nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen. Nase juckt. Günstig. Ich habe schon lange kein Schwert angefasst. Ich bin nur an der ganzen Sache beteiligt, weil Apollodoros es quasi verlangt hat. Er meinte, wir wären alle durch eine Verschwörung gefährdet. Und jetzt ist Shadya tot. Etwas Großes passiert. Du hattest recht zu helfen. Es war eine Dummheit. Ich wollte es gar nicht. Renut bestand darauf, es sei unsere Pflicht. Wenn ich nicht auf sie gehört hätte, würde Shadya noch leben. Oh. Da vorne wird sie sein.
Wir haben einen Schrein am Wasser gebaut. Shadia liebt das Wasser. Wir füttern jeden Abend die Fische. Ich meine, sie liebte Vergangenheit. Okay, ganz langsam und geruhsam. Wir haben ja Zeit. Renut, schön dich zu sehen. Renut? Das ist aus ihr geworden. Ich weiß, was helfen könnte. In Siva gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuch es. Ich brauche noch etwas dafür. Ich komme bald wieder. Ich sollte sie trauern lassen. Ich werde eine Feder brauchen. In der Nähe liegt ein Feuchtgebiet. Dort finde ich Vögel. Oh gut, hab grad überlegt, wo das sein könnte. Ui, das wäre wieder peinlich geworden. Aber so geht's auch. Also, gehen wir dahin. Sind wir gleich da? Waren das die Vögel? Ach, schade. Hey. Aber? Ich habe, was ich brauche. Okay. Du tust, was dir gesagt wird, du fauler Hund. Wenn du mehr Korn brauchst, bau mehr an. Das ist nicht mein Problem. Hauptmann! Renut, nein! Lass das! Ich weiß, dass du kein Korn von diesem Bauern erpresst. Denn das verstößt ja bekanntlich gegen mehrere ägyptische Gesetze. Als Amtsträger im Fayum wissen wir das beide. Oder nicht? Wir werden uns wiedersehen. Versprochen. Mein Gatte. Wir müssen unsere Trauer abschütteln. Andere dürfen nicht auch noch leiden. Nicht, wenn wir es verhindern können. Du warst auch einst ein Kämpfer. Es ist wieder Zeit zu kämpfen. Du siehst das Verderben doch selbst. Es ist niemand da, der das Volk beschützt. Es ist noch nicht vorbei. Ich würde gerne losrennen. Okay, ihr seid fertig, dann gehe ich mal los. Warum haben wir diese ägyptische Kuh nicht getötet? Oh, keine Sorge. Der Kommandant hat etwas ganz Besonderes mit ihr vor. Ich kenne diesen Typ. Stolz und wieder. Ein Rangabzeichen. Es ist mir unbekannt. Vielleicht weiß Hotefress mehr. Niemand wird ihn vermissen. Er sprach von einem Kommandanten. Jemand anderes gab die Befehle. Das ist noch nicht okay, vorbei. Er ist jetzt noch da. Ach, die zwei. Und? Keine Chance hast du gehabt. So. Ging ja schnell. Du lebst? Sie wollten Renut ermorden. Jetzt sind sie tot. Ich beneide sie. Tja, es musste wohl sein. Eine andere Sprache verstehen diese Soldaten nicht. Da ist mehr. Der Hauptmann hatte Befehle.
Er trug dieses Rangabzeichen. Erkennst du es? Ja, das ist nicht gut. Es stammt aus der Bubastos-Feste im Osten. Sie wird von einem Malakia geführt, der sich für unbesiegbar hält. Ach, Renut hatte recht. Die Bevölkerung wird leiden, wenn wir nichts tun. Bayek, ich bitte dich nur ungern. Aber wir brauchen Hilfe. Die kriegst du. Doch zuerst muss ich etwas anderes tun. Ich kehre bald zurück. Shadia, mein Lotus. Niemand soll mehr so leiden müssen wie du. Das schwöre ich. Auf Wiedersehen, meine Kaulquappe. Schwimme ewig in Freiheit. Ja, ich würde sagen, sind wir hier, machen wir die gleich mal, die Mission. Es ist wahr. Die Soldaten waren nur der Anfang. Dieser Kommandant ist ein Problem. Wir brauchen mehr Informationen. Wie weit geht diese Korruption? Sie könnte bis in Ptolemäus' innersten Kreis reichen. Wir können keinem Philakis trauen. Das schaffen wir nicht allein. Wir brauchen das Fayum. Die meisten Bauern schweigen aus Angst vor den Soldaten. Doch sie sind aufgebracht. Es wird nicht schwer, sie zu überzeugen. Ich spreche mit dem Bauern, den der Hauptmann bedroht hat. Wir verbreiten das. So, und da geht's los. Stopp halten. Hier hab Hammer und in die Richtung. Ach so, Freund. Nicht töten. Kumpel. Okay. Dann er die. Seni, ich weiß, was Sie getan haben. Nebet Renut riskiert sehr viel. Ich weiß zu schätzen, was sie getan hat, aber es wird nichts ändern. Tut mir leid, aber ich muss arbeiten. Ich muss eine Menge Feuer entzünden. Dann lass mich helfen. Warum verbrennt man das? Ach so, stimmt. Ich habe gerade überlegt, wie ich es machen kann. Und halt noch raus aus dem Feuer gehen, weil... Okay. Was machst du da? Wo ist deine Feuer entzünden. Du gibst nicht auf, oder? Reh wird deine Felder fruchtbar machen, Seni. Ich mach's. Weg mit dir. Bitteschön. Es wird Zeit, sich gegen die Soldaten zu erheben. Hotefress kämpft mit euch. Hotefress? Der hat uns doch längst aufgegeben. Sein Vater war ein guter Mann. Gab seinem Sohn einen ägyptischen Namen. Dafür haben wir ihn geliebt. Doch er konnte ihm kein ägyptisches Herz geben. Hotefres bedeutet zufrieden in unserer Sprache. Doch das war er nie. Er überließ uns den Hyänen und Krokodilen. Doch Krokodile können besiegt werden. Der Hauptmann ist schon tot. Erhebe dich, Seni. Verbreite es. Du hast den Hauptmann getötet? Du bist des Wahnsinns. Nun gut. Wenn ihr wirklich entschlossen seid,
bin ich dabei. Ich sage es allen, Senny. Schön. Rennen wir wieder zurück. So, noch da? Okay, wir rennen noch da. Krass, habe ich jetzt einfach so in meine Tasche gesteckt? Warum müssen die denn immer oben sein? Ach. Eigentlich wollte ich hier davor springen. Und derzeit war ich auch drin langgelangt. Rand. So rum. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Ich meine, ich wusste, dass es Probleme gibt. Aber doch nicht so. Das ist meine Schuld. Ich wollte nie die Verantwortung für das Fayum. Ich wollte dieses Amt nicht erben. Ich wäre lieber auf meinem Schiff als Abenteurer. Und nun merke ich, ich lebe noch. Und aufgeben ist eine Entscheidung. Sie sind in der Villa. Geht nach hinten. Du, komm mit mir. Oh. Soldaten! Wo bist du, Malakia? Komm runter. Wir müssen reden. Die Entscheidung wurde mir abgenommen. Komm, reden wir mit ihm. Mit unseren Schwertern. Könnte deinen Tod ganz gewöhnlich in Szene setzen. Reiß denn die Eingeweide raus. Na, das hast du jetzt aber nicht gemacht. Und von hinten angegriffen. Häuser. Und es ist schön, dass du wieder da bist, Bruder. Warte mal kurz. So, stopp. Wir gehen mit runter. Achso, der ist ja. So. Du kämpfst gut für jemanden im Ruhestand. So alt bin ich nicht, Sivana. Das habe ich gesehen. Aber es wird nicht reichen. Es werden einfach noch mehr Soldaten kommen. Ich habe mehr als einen starken Schwertarm geerbt. Ich heuere eine Privatarmee an, wenn es sein muss. Ich habe eine bessere Idee. Bayek, kannst du mich auf einer kurzen Reise begleiten? Aber gern doch. Ja, komm, wir gehen. Ich bin bereit. Gehen wir. Ihr zwei seid ein gutes Duo. Rote Fress hat sein Feuer noch nicht verloren. Du bist stolz auf ihn. Ich habe den Mann zurück, den ich geheiratet habe. Wo gehen wir hin? In der Nähe ist ein Rebellenlager. Es liegt östlich von hier, bei der Bubastos-Feste. Wir treffen uns mit ihnen. Rebellen? Wird uns das nicht den Zorn Alexandrias einbringen? Die Intrige ist Alexandria nicht fremd, Magi. Manchmal muss man Zugeständnisse machen für Informationen oder Geleitschutz. Solche Allianzen sind üblich, auch wenn man es offiziell nicht zugibt. Wir kämpfen müssen und reicht einfach nur reden. Müssen wir mal schauen. Hier lang. Ihr Lager ist direkt voraus. Seien wir vorsichtig. Die Rebellen sind nicht als gastfreundlich bekannt. Sie wissen Bescheid. Wir werden erwartet. Ach, da oben hängen sie ab. Wollt sie gerade töten? Ich bin Chenut. Ich habe unser Kommen aus Philadelphia angekündigt. Wir brauchen Hilfe. Ihr vergeudet eure Zeit. Wir können leider nichts tun. Wir bitten hier nicht um Almosen. Wir bieten euch Proviant, Vorräte und Informationen. Und im Gegenzug verlangen wir nichts außer dem Schutz unseres Volkes. Wir können euch nicht helfen. Unser Anführer geriet am Damm in Gefangenschaft. Dann können wir vielleicht euch helfen. Das ist Bayek von Siva. Du bist Bayek von Siva?
Wir haben von der Sache in der Arena gehört. Du hast die Gallier verprügelt wie ein Wahnsinniger. Und ich schätze, heute kann ich wieder den Wahnsinnigen geben. Okay. Gehen wir da rein und hol ihn raus. Bin gespannt, wie es läuft. Letzter Kampf lief gar nicht mal so schlecht, aber das heißt ja nicht viel. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt so gelingt. So, erstmal den Vogel nehmen. Da ist ein Feuer, da ist ein 32, da ist ein Schatz. Da ist jemand, der irgendwas macht. Was haben wir hier? Oh, da sind auch noch welche. Krokodil, Feuer, da können wir auch nochmal hingehen. Aber wir wollen ja erstmal nach hier. Du da! Halt! Was ein bisschen doof ist. Achso, der eine geht weg, oder? Na, hier sollte ich vorsichtig sein. So, hier gibt es noch einen Pfeiler. Ah, supi. Wo ist der? So, haben wir erstmal den erledigt. Machen wir mal den hier vorne. Und so sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Oh, Gottes Willen. Zeig dich einfach. Den Rest erledige ich dann schon. Los, geh! Hab Dank! Wer bist du, dass du so offen Soldaten angreifst? Fürchtest du nicht, die Griechen zu wecken? Ich bin Bayek von Siva. Ich fürchte ein schlafendes Ägypten viel mehr. Wow! Ich hab von dir gehört. Was hat er für eine Waffe? Du hast gekämpft wie ein Wahnsinniger. Neck! Die Ptolemäer haben keine Chance, wenn du auf unserer Seite bist. Um Gottes Willen. Oh! Und ich werde euch auf meiner Seite brauchen. Oh, der war gut. Okay, der ist tot. Und ist ihn... Schönes Ding. Vergeuden wir keine Zeit. Ich will noch da oben den Schatz holen. Und dann können wir gehen. Sehr gut, das lief ganz gut. Hat ein bisschen Glück, aber nein, war gut. Trödeln, mehr Eile. Ja, nervt doch nicht rum, sind doch alle tot. Der Rückweg ist sicher. Zuerst brauche ich noch was von dir. Chenut wartet in eurem Lager. Sie wird dich um Hilfe bitten, ihr Volk zu schützen. Ich schulde dir mein Leben. Du hast mein Wort, dass wir ihr helfen. Dann sag ihr auch, dass ich zur Bubastos-Feste gehe. Ich muss den Kommandanten sehen. Allein gegen eine befestigte Garnison?
Bist du verrückt? Vielleicht. Ich bin Bayek von Siva. Okay. Weiter geht's. Komm her. Stirb. Ich kann doch jetzt nicht sein. Nein. Gut, vielen Dank, Vogel. Das war sehr freundlich von dir. Oh, toll, was für ein M. Hast dich überhaupt nicht bewegt. So, das. Dann hier noch eins. Und hier unten muss noch irgendwo eins liegen. Oder? Ich dachte ja, aber anscheinend er doch nicht. Oh nein, stopp. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Naja, wird nicht ganz aufgehen. Aber wir fliegen erstmal alles ab und suchen erstmal, ist das einer, da ist ein Eingang. Da ist ein Armbrust. Ist schon riesig. Kann man machen. Oh, den haben wir auch mal besiegt. So, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt alles, was es da so gibt, oder fehlt noch einer? Oh, da fehlt noch einer. Da wären es doch fast gegangen. Hier hinten scheint noch irgendwas zu sein. So. Da komme ich auf keinen Fall hin. Hey! Oh nein! Du hast nichts gesehen. Jetzt rennt der wieder weg. Er macht's eigentlich einfach. Hört aber auf damit. Oh, hat er uns getreten? Total verzogen. Schön, dass der da so wenig Schritte gemacht hat. Und konnten wir gleich so erledigen. Auch schön. So, den ersten haben wir schon mal. Super, dass du dich auch da in dem Moment bewegen willst. Sehen. Was, da bist du ja. Rennt der? So, kann man machen. Er ist aber auch nicht weggelaufen.
Stundenlang stand der am Feuer und hat sich mal so überhaupt gar nicht bewegt. Hilft den Zivilis denn? So. Oh, hier vorne ist einer. Der ging uns vor ein bisschen mit unserem Adlerblick verloren. Hörner, stimmt. Da greift noch jemand die Feste an. Das ganze Fayum hat sich gegen den Kommandanten erhoben. Wollt ihr mich verarschen? Ich treffe überhaupt gar nichts. Boah. Was ist das für ein Buller? Da kommt mir richtig niedlich vor. Warum habe ich keine Feuerpfeile? Ich wäre so gut in Feuerpfeilen. Schnell, geh weg. Ich bin gerade ein bisschen zu low. Ich ruf die Truppen. Was? Okay. Du entkommst uns nicht. So. Oh, jetzt muss ich kurz ein Stückchen wegnehmen. Da sind gerade echt ein bisschen zu viel. Oh, 2-2-2. Oh Gottes Willen. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich muss mal... Ach so, hier ist. Sehr schön. Mal kurz taktischen Rückzug antreten, weil ich will nicht sterben. Wäre schade drum. Geht's hier hoch? Geht's hier runter? Ja, der macht jetzt auch keinen... Ich sehe gerade überhaupt nichts. Ach so. Hier kann ich klettern. Ich hänge die ganze Zeit stundenlang an der Wand und kriegt das gar nicht mit. Weiß nicht, habe ich jetzt schon wieder voller Lebensenergie? Der ist ziemlich nah. Gut, wir haben schon mal einen geschafft. Nein, doch, wir müssen versteckt bleiben. Komm. Was? Oh nein! Ich bring dich um! Es kann aber sein, nicht sein, dass ich den überhaupt nicht treffe. Echt jetzt? Wo ist er denn jetzt wieder hin? Bin ich blind? Machen wir es halt so. Kommt jetzt einer? Hm, jetzt steht er wieder da hinten rum und guckt.
Wir müssen wieder anfangen, um einen nach den anderen zu erledigen. So. Kann ich zoomen? Da guck doch mal ein Stückchen weiter nach links. Ignorieren Sie mich, weil ich zu weit weg bin. Die feinen Herren. So, also es leben noch ein paar. Und die müssen wir jetzt mal so nacheinander schnappen. Die uns ein bisschen nerven. So. Oh, ist ein Blümchen. Schön. Haben sie es gemacht. Ganz niedlich. Ja, hat er nicht gewusst, wie ihn geschieht. Der kleine Hacker. Wo ist der hier? Ach, das ist auf dem Pferd. Na, guck an, du. So, mein Pferd ist auch weg. Da sehe ich einen Kommandanten. Da ist noch einer. So ein Mist. Das wird nix. Oh, 22, das war gut, das hat sich gelohnt. Ansonsten wäre es echt. Das ist doof, der Hund, der steht so ungünstig, der wird uns sehen. Ich kann ihn doch mal überhaupt nicht gleich schnappen. Das ist sehr, sehr ungünstig. Ich kann ja mal versuchen, den da zu erledigen. Der dreht uns ja gerade netterweise den Rücken zu. Guck, 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 guck. Das ist das Ende der Korruption. Ich sollte zu den anderen. Sollten wir. Und komm. Hast du keine Chance gehabt, du kleiner Wicht. Oh, Feuer ist heiß. Feuer ist kacke. Vor allen Dingen, warum ich da stundenlang drinnen stehe und nicht weggehe, weiß ich auch nicht. Aber gut. War halt mal eine kleine. Oh, da kommen sie alle. Hey, was? Komm, komm, komm. Nicht herkommen sollen. Oh, weiß. Ja, Feuer ist heiß, hast du gemerkt? Ich reiß dir die Angezeit ist um. Das. Ah! Hilfe! Wow! Autsch hier.
Ach so, es war schon. Das ist ja peinlich. Also Leute. Weißt du, ehrlich. Schön. Das können wir immer ganz gut gebrauchen. So, muss nochmal, ich würde doch gerne die ganzen Schätze mitnehmen. Denn. Oh, schön, es brennt. Hey, hier gibt's ein Problem. Oh. Ein Schade, dass ich den missbraucht habe. Weil der war echt niedlich. So leveltechnisch. Oder halt, nee, lebensenergiemäßig. Da war echt nicht mehr viel zu holen. Und ich suche noch kurz hier die ganzen Kisten. Hier waren wir gerade, aber irgendwie sind hier keine. Aber irgendwo sollten doch welche sein. Ah, das ist... Oh, hier geht's runter. Dann, kleiner Moment, gehe ich noch mal kurz nach hier. Ein Schlüssel mit dem Auge des Horus. Was öffnet er? Kommt raus, meine lieben Leutchen. Wo sind denn die Schätzer? Und jetzt mir ernsthaft, wo sollen die denn sein? Komme ich hier durch? Nee. Hm. Auch. Hm. Nein, ernsthaft, wo sollen die denn mal sein? Ach so, ja, das geht natürlich auch. Keine Ahnung, was das eine war, aber schön. Wir haben wieder sehr, sehr viel Holz gefunden. Das ist gut. Und jetzt brauchen wir noch eine Kiste und ich dachte, ich habe die gerade gesehen. Ah, da hinten ist sie. Das war's. Du hattest Hilfe. Die Bauern haben protestiert, um die Soldaten abzulenken. Sie waren furchtlos. Die Rebellen taten auch ihren Teil. Du hast sie inspiriert, Bayek. Tatsächlich bewundern sie dich. Unsere Höfe werden gut beschützt werden.
Sie lieben den irren Sivana. Sie werden nicht zulassen, dass ein neues Krokodil das Fayum heimsucht. Dein Volk ist befreit. Ein guter Anfang. Hotefres, jetzt werde deinem Namen gerecht. Und meiner Pflicht als Ehemann. Shadia hat dich sofort gemocht, weißt du. Du hast hier immer ein Zuhause, wenn du es brauchst. So, liebe Leutchen, in diesem Sinne bedanke ich mich für den Moment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne wieder einschalten. Nicht vergessen, das ganze Ding hier zu kommentieren, abonnieren und ganz viele Däumchen zu lassen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Kochi, bye.